Boys and Girls, das Bundesliga Team of the Season ist gestartet. Ihr habt einiges gespart. Unter anderem haben wir auch garantierte Team of the Season Packs durch die täglichen Anmeldungen mit am Start. 5x85 plus, 25x84 plus. Plus wir haben vielleicht auch noch ein paar geile 90 plus Epics Picks, die vielleicht ein bisschen verbuggt waren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie war euer Start zum Bundesliga Team of the Season? Welche Karte hat sich's am meisten verdient? Wen wollt ihr unbedingt haben? Welche Karte fehlt im Bundesliga Tots? Und vor allen Dingen, welche Karte hättet ihr sehr gerne noch gezogen? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Lasst auf diesem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, da sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich würde mich persönlich riesig freuen, wenn wir heute wieder die 1500 Daumen nach oben schaffen. Und ich bin heute in Dortmund. Hey, BVB, vielleicht gibt es morgen da was anderes. Ich bin sehr gespannt, ob das alles so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt gehe ich aber erstmal supporten, und zwar den magischen BVB. Deswegen, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstagabend, einen schönen Fußball-Samstag. Jetzt gehen wir rein ins Video. Let's go. Gucken wir uns mal die Picks an, weil die sollen angeblich halt wirklich... Keine Ahnung, du siehst halt sehr, sehr oft halt immer die gleichen Spieler. Sanchez, Varane, Son, Bennacer, aber hier auch wieder Varane. Das ist ein dickes GG. Ich bin halt gespannt, ob sich das ändern wird zum Bundesliga-Tots, ob da andere Spieler drin sind. Level 20 kriegst du den Pick, oder du kriegst halt das 25x84 plus Pack. Gerade noch aktuell zur Premier League und zur EFL. Und das ist chill und das ist halt bodenlos. Also, weiß ich ja nicht, Chat. Boah, das Wichtigste ist halt, so wenig 84er wie möglich drin zu haben. Aber ein Tots sieht natürlich auch nicht so genial aus. Chat, wir haben den nächsten Pick. Und ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, Varane, Son, Bennacer, Rodrigo, Coman sind, glaube ich, die fünf, die eigentlich gefühlt eine gute Chance haben. Und da ist er wieder. Rodrigo, ich glaube, 1,5 Millionen. Und Alexis Sanchez, genau. Überragender Pick, ne? Brauchst du nicht drüber reden. Überragender Pick. Rodrigo nimmt es halt komplett mit. Dickes, dickes GG. Level 20, Chat. Level 20, wenn ihr den Pick wählt. Überragend. GG. Premier League Team of the Season. 25x84 plus. Er hat sich gegen Desai und gegen den Efix Tots Pick entschieden. Ich sage euch eins. Ihr könnt hier komplett gebrochen werden oder es kann halt richtig eskalieren bei den Dingern, ne? EKC, wir gehen rein. Magisches Maxi-Finger. Come on. EKC, ich hoffe es. Ach du Scheiße, Chat. Oh. Oh, 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 oh. Eine Seite knapp mit 85 plus. Und genau deswegen habe ich den Pick genommen. Ja, das ist halt für mich halt kein wirkliches Argument. Weil im Endeffekt, das kann halt so ein Pack werden, wie gerade eben EKC. Es tut mir unfassbar leid. Es kann aber auch ein Pack werden, wo da 3, 4, 5 Tots drin sind. Und dann sagt man halt, ja, deswegen sollte man das Pack nehmen. Ne, das ist halt bei jedem Account halt unterschiedlich, was ich halt gönnen will. Das ist halt super schwierig dann. 25x84 plus, come on. Immer noch zum Premier League Team of the Season, ne? Trotz ist da, EFL ist aber auch drin, ne? Ho, ho, ho. Es ist so böse, Chat. Stellt euch's vor. Stellt euch's einfach vor, was wäre das für ein Abschluss gewesen für ihn zum Premier League Tots. Aber Trippier auch noch mit am Start. Also ihr seht, sie haben halt dann zwei Team of the Seasons. Ne, aus der Premier League mit dabei. Das ist halt wieder ein Projekt, wo ich sage, es geht halt völlig in Ordnung. Im Gegensatz zum ersten, was wir gesehen haben. Nächster Pick, Chat. Wir gehen rein. Der Mann hat auch ein paar Duplikate. Und wieder Bennacer, Son. Zwei von den sechsten, die halt öfters kommen. Ist halt auch wieder richtig, richtig gut. Es ist halt wieder richtig, richtig sauber, mein Lieber. Wahnsinn. Chichi. Es gibt jetzt mehr Rodrigos als Aioba-Rats. Wir hoffen jetzt erstmal, dass es hier mehr Haalands gibt. Und der Bräunes als irgendwas anderes. Ach du Scheiße. Ah, weiß ich nicht, Chat. Ramsey bodenlos, sind wir ehrlich. Ah, gut, high-rated hast du ein bisschen was drinne. Messi groß, okay. Aber all in all, kein krankes Pack, Chat. Leider nicht. Schade. Der nächste Pick wird abgeholt. Ich bin sehr gespannt. Coman, Bennacer, Ramsdale. Wieder zwei von den sechs, die halt öfters angezeigt werden. Ne? Coman halt super cool fürs Bundesliga-Team of the Season. Ne? Bennacer allgemein auch richtig stark. Aber ich glaube, Coman ist eigentlich keine schlechte Entscheidung. Stark. So, nächstes. 25x84 plus zum Premier League Tots. England. Rechtsverteidiger Trippier ist mal wieder am Start. Ich bin sehr gespannt, wie die Packs werden, gerade zum Bundesliga-Tots. Wie viele Tots wir da sehen werden. Ne? Oh, das ist ein starkes Pack. Einfach vier Team of the Seasons in einem. Eine komplette Seite, fast nur Walkouts. Kaum 84er, das ist ein super Pack, mein Lieber. Ohne Mist, das ist wirklich ein super, super Pack. Was Rating angeht, was die Totszahl angeht, Spielbarkeit hast du auch mit drin, mit Trippier und Ramsey. Ist in Ordnung. Kein Banger, aber es ist in Ordnung. Oh, 2x86 plus, das könnte schallern. Team of the Season ist da, die wurde ja als Flashback-Spezial rausgeballert.
Fülle, unser erster Bundesliga. Team of the Season wird Fülle werden. Und Hoskins, Doppel-Team of the Season Pack. GG, sehr geil. 2x86 plus. Nächster Team of the Season. Sind das garantierte Team of the Season Packs? Oh, BVB Schlotti. So ein geiles Bild, Chat. So ein unglaublich geiles Bild. Muss man wirklich sagen. Komm, Doppeltots. Ja. Okay, deine Innenverteidigung steht auf jeden Fall. Alter, Lacroix, 91 Tempo, auch anders kranke Karte. Hilfe. Dickes GG, überragendes Bundesliga-Pack. 5x85 plus, auch das außen Tagesanmeldungen. Das wird halt leider nur ein Barilla werden, ne? Bah. Vielleicht dahinter noch ein Tots Moments. Wieder Lacroix, perfekt. Ja, gutes SBC-Futter, Hype. 5x85 plus, Tots garantiert, muss, Chat, muss. Ich habe jetzt nicht mit Hofmann gerechnet, Chat. Ich war komplett auf Musiala, Chat. Alter Schwede. Garantierter Totspieler Nummer 2. Im ersten hat man Kimming ja eh und im zweiten Schlotti. Ich glaube, damit kannst du zufrieden sein. Aus den Tagesanmeldungen. Das ist super. Schlotti neu, Schlotti Bundesliga. Ich glaube, Bundesliga nimmt jeder gerne mit, außer wahrscheinlich du. Ey, ich find's cool. So, Tots Spieler Pack Nummer 3. England? Rice wahrscheinlich, ne? Ah. Ah, ist halt große Liga, aber jetzt auch nicht so. Wo ich mir denke, geil. Come on, Tots ist da. Gönne. Deutschland? Ah, Sané. Ich muss das mal überlegen. Wer ist denn LM? Coman ist ja eher Franzose. Aber der hat auch keine schlechten Werte, oder? Der hat keine schlechten Werte. 5x85 plus Pack hat sich gut gelohnt. Gutes Rating bei dir. Ohne Spaß, GG. Okay, Tots-Spieler-Pack Nummer 4. Bitte, bitte, bitte. Komm. Ah, Kudos. Oh, ich glaube, das Pack finde ich jetzt... Also garantierter Tots-Kudos. Auch noch als Duplikat. Meiner Meinung nach kein Gutes, bin ich ehrlich. 5x85 plus Pack. Tots ist da. Bundesliga, bitte. Oh, Jule Brandt. Sehr geil. Jule ist da. Julian 93er Rating. Sehr geil. Und Jo Kieres. 5x85 plus again. England, Bellingham. Das ist halt, also EFL ist halt wirklich hart, Chat. EFL während der Bundesliga ist hart. Wenn da England kommt, da willst du halt diesen Bellingham haben. Aber Chills, definitiv nicht. Und das war kein gutes Pack. Tots Pack, garantiert Tagesanmeldungen. Kobel, let's go. Der nächste BVB-Spieler. Sehr, sehr geil. 92er Rating, mehr als Ramsey ist schon geil. Sag ich, wie es ist. Tots-Spieler-Pack, garantiert. Wir gehen rein. Gönne. Oh, Frimpong ist big. Frimpong ist ein überragender Pull. GG. Der ist schon ein bisschen was wert. Und vor allem 97 Dribbling bei der Karte ist halt auch anders krass. Ohne Spaß. Hilfe. 5x85 plus. Come on. Deutschland. ZDM. 96er Kimmich ist halt ein big, big Pull. Das ist halt ein richtig krasser Pull. 750k aktuell extinct. Die Karte sieht halt gerade als 8er, 6er sowas so ganz, ganz brutal aus. Das ist wirklich wild. Vor allem kann ja dahinter mit dem 96er Rating noch so viel mehr sein. Guck mal rein. Hofmann und Benzema. Sehr, sehr geiles Pack. GG an dich. Wirklich, wirklich stark. Das sind schon satte Preise. Und das erste 25x84 Plus Pack geht auf. Und der wird direkt mal Kobel drinnen gezogen. Was schon mal sehr, sehr geil ist. Auch wenn es vom Rating ja nicht ganz so hoch ist. Und dahinter noch ein Kjokieres. Er hat 2 Tots, okay, aber da hat man vielleicht wahrscheinlich trotzdem höhere Erwartungen gehabt, sind wir ehrlich. Garantiertes Tots-Pack again. Gönne was. Oh Gott, Morata. Ah, das ist ein dickes, dickes F, mein Lieber. Sehr, sehr schade. Bodenloses Pack. 85 plus Pick? Da kann ja nur ausscherbeln. Halt dein Maul. Oh mein Gott, was? Holy shit. Nächstes 25x84 plus. Bitte, ey. Komm schon. Oh, das ist Olmo. Ich glaube, dahinter könnten halt, wie gesagt, noch die Nominees sein. Mit Lacroix, mit Goretzka und Mané. Aber ich glaube, Tots eher nicht. Eine Seite mit 85 plus ist halt okay.
Aber trotz alledem, kein Tots ist halt ganz, ganz hartes Ding. Ist halt reines Futter. Und im 11x81 Plus endlich der erste Tots. Also ZOM Deutschland ist halt wirklich der absolute Killer mit Musiala, wenn der Hofmann kommt. Och nee. Oh, aber Schlotti noch dahinter. Zwei Tots in einem. Big W-Chat. Sehr, sehr geil. Seid ihr gegönnt, mein Lieber. Gehen wir rein. Tots Spielerpack. Schauen wir uns die gesamte Sache mal an. Deutschland? Rand, oder? Finde ich persönlich überragend als garantiertes Pack. Ohne Spaß, finde ich überragend. Sehr, sehr geil. GG. So, was haben wir noch? Okay, 2x86 plus. Die magische Smexi-Finger-Chat. Kommt der nächste Dortmunder bei ihm. Bitte. Niederlande. Ui. Auch das ist richtig wild. Ey, ich bin ja absolut on fire mit meinen Fingern heute. What? Und neuer noch. Dickes GG. Ich brauche jetzt den Diaby. Der Mann hat gerade Frimpong gezogen, also muss ich ihm jetzt Diaby ziehen. Einfach für den perfekten Flex mit der Leverkusen in der rechten Ecke. Come on, ihr. Gönne. Nochmal Brand. Den hat er ja gerade eben im garantierten Totspack. 93er Rating. Ja, vielleicht dahinter noch einer. Ui, Lacroix, Big. Das ist ein gutes Pack, mein Lieber. Das ist trotzdem ein gutes Pack. Ich weiß gar nicht, wo Lacroix gerade steht. Könnte mal halt gucken. 300k ungefähr. 250, 300k ist trotzdem sauber. GG. Nächstes Garantierte. Wieder Bundesliga? Nee. Ah, Tadic. Ja, Tadic ist dickes F. Der kotzt halt leider nur 40k. Also er spielt sich wirklich sauber, aber im Endeffekt war es noch nicht. Aber Müll ist es trotzdem leider. Ich will jetzt 5x85 plus 5 Tots sehen. Alles andere wäre Quatsch. Pass mal auf. Brand ist ein guter Start. Dann jetzt noch Kobel, Schlotti, Hofmann und Frimpong dahinter. Ah, aber das Pack kennen wir irgendwo. Das war mal fast so ein ähnliches Pack, was wir hatten. Aber ist okay. Gehen wir rein. Letztes Pack des Tages. Krux hat schon geöffnet. Tots kommt. Gönne. 25x84 plus. Wenn England kommt, ist die Bruchgefahr hoch. Die Bruchgefahr war komplett da. Ey, das tut mir so leid, Krux. Das tut mir so leid. Holy shit. Dickes F-Chat. Ja, Männer, was soll ich sagen? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie war euer Start zum Bundesliga-Tots? Wer ist für euch vor allen Dingen die beste Bundesliga-Tots-Karte? Wo sagt ihr, der wäre vielleicht unverdient oder ist unverdient drin? Diese Karte wäre geiler gewesen. Schreibt mir gerne alles rein. Bei mir ist es so, ja, Rafa ist nicht dabei, was mir sehr wehtut. Wenn er als SPC oder sonstiges kommt, wäre es halt cool, aber ich wollte ihn halt unbedingt in Rot haben. Nichtsdestotrotz, wir haben einiges gesehen. Schreibt mir gerne alles in die Kommentare, was ihr so gezogen habt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns wieder morgen mit was ganz Neuem für euch wahrscheinlich oder übermorgen. Ich bin auf jeden Fall raus. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss.